Moin, Freunde gepflegter Rockmusik. Ich habe wieder was für euch. Und ich hoffe, es gefällt euch. Wieder eine der Bands, die es schon ganz, ganz lange gibt, die furchtbar viele Platten rausbringen, von denen keine einzige wirklich schlecht ist. Ich nehme mal das, welches mich damals vom Sockel gehauen hat. Empfohlen von einem Schulkollegen oder Schulkameraden, wie sagt man, als ich in der Lehre war, in der Berufsschulklasse. Dream Theater. Images and Words. Gibt es auch in einer wieder neu veröffentlichten Bootleg-Fassung als komplette Live-Aufnahme. Wer die LP kauft, kriegt auch die CD-Variante dazu. Ist vielleicht ganz praktisch. Aber bei mir war es halt tatsächlich 1992 die CD-Fassung von Images and Words. Prog Metal at its best, würde ich sagen. Frickelig, hart, manchmal sehr melodisch. Mit John Petrucci einen hervorragenden Gitarristen dabei, mit Mike Portnoy einen sehr organisch spielenden Drummer, wie ich finde, der sehr songorientiert spielt. John Mayong an der, ich weiß gar nicht, wie man ihn richtig ausspricht, am Bass und Derek Sherinian an den Keyboards und James LaBrie, der übrigens auch schon mal bei Arian mitgesungen hat, am Gesang. Härte, Melodie, seltsame, aber immer gut passende Songstrukturen, Langstücke, Kurzstücke, bisschen was fürs Herz durchaus auch mal dabei. Dieses Album hat mich echt geflasht und ich wurde zum Fan von dieser Band. Es musste danach auch alles weitere von denen sein, was irgendwie offiziell veröffentlicht wurde. Hiermit hat es angefangen. Allein der Opener Pull Me Under. Man beachte diesen leicht extravaganten Schluss. Und wer das schon mal live erlebt hat und es nicht kannte, wird sich wundern. Hier ist der erste Teil von Metropolis drauf. Das Ganze fand noch in einem kompletten weiteren Album seine Fortsetzung. Auch ein hervorragendes Album. Vielleicht technisch und textlich noch anspruchsvoller als das, was hier drauf ist. Aber wie gesagt, ich bin ja ein Fan davon, euch das vorzustellen, was ich für extrem besonders halte. Und auch für besonders wichtig, aus meiner Sicht, ist natürlich immer meine Meinung. Und da fällt dieses Album natürlich ganz klar auf Platz 1 bei mir. Ich kann es immer wieder hören. Allein die tollen Gitarrensoli da drin, sei es in Another Day, sei es in Surrounded. Dieser grandiose Anfang von Metropolis, den man sich unbedingt auch mal relativ laut über Kopfhörer geben muss, mit den Stereo-Effekten da drin. Das macht schon Spaß, finde ich. Das ist schon echt cool. Wer dann noch richtig Bock hat, kann sich auch mal das danach folgende Live-Album Live at the Marquee anhören. Da hat man dann mal Pull Me Under in der Live-Version. Das ist nicht uninteressant. Man merkt bei den Jungs, dass sie große Fans von Rush sind. Dieser kanadischen Prog-Rock-Ikone, wie ich, um es mal ein bisschen pathetisch auszudrücken. Irgendwann komme ich bestimmt auch mal zu Rush. Wann weiß ich noch nicht. Und das merkt man denen halt ganz, ganz stark an. Es ist, wie gesagt, top produziert. Kann man nicht anders sagen. David Prater, wie auch immer, zeichnet sich hierfür verantwortlich. Das Nachfolgealbum Awake ist schon etwas düsterer, aber genauso durchstrukturiert, trotzdem frickelig und immer wieder interessant fürs Gehör, da was Neues zu entdecken. Das habt ihr auch hier. Ungefähr eine Stunde Spielzeit. Und das macht echt Spaß und Laune. Also, mein Tipp für euch, googelt mal nach den Songs hier auf YouTube. Googeln auf YouTube, klasse. Sucht es einfach mal hier auf YouTube oder googelt die Band einfach mal, wenn ihr sie nicht kennen solltet.
diejenigen, die es kennen, sucht euch einfach das Album mal wieder raus, hört es mal wieder durch. Es ist es wert, einfach mal wieder in Gänze gehört zu werden, weil es einfach sehr, 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 sehr gut ist. Und in dem Sinne entlasse ich euch jetzt und wünsche euch noch einen schönen Tag und rock on!